Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich habe es geschafft. Ich glaube, das ist der Endboss, an vor dem ich hier bin, der gute Lothric. Viel zu sagen gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Spoiler und Backseat Gaming aus den YouTube-Kommentaren bitte rauslassen. Es gibt noch ein bisschen was zu tun in Dark Souls 3. Das wird danach auch noch erledigt werden. Ich will ja alle Bosse aus allen Souls-Spielen erledigen. Dein ganzer Trinkgläser besitzen die Cola-Gläser. Nice, auch nicht schlecht. Lol. Keinen Bock zu laufen. Was? LOL? Just what needs. Ja klar, nehmen wir die Zehnerwaffe mit. Ja klar. Wieso ist der jetzt nach unten gefahren? Ja. Einfach so random fährt er plötzlich nach unten. Was habe ich? Hä? Okay. Was habe ich? Hä? Aber jetzt fährt er nach oben, oder? Nee, hä? Okay, ich bin mega verwirrt. Dann habe ich den vorhin nicht nach unten geschickt. Den Aufzug, und dann war das hier jetzt der. Hä? Okay. Entschuldigung, ja, da war ich vielleicht minimal dumm. Wo ist der Paddington? Nee, wie war der Name aus dem Chat vorhin? Menschlichkeit! Ja, doch. Sehr gut. Ja.
Ups, einer zu viel. Oh, und dann aus dem Rhythmus. Uah. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Ah, scheiße. Ah. Ich war zu verwirrt. Ich war super verwirrt gerade, weil ich den Knochen noch drin hatte. Mist. Ah. Zeit ist reif für ein bisschen Menschlichkeit irgendwie irgendwo irgendwann. Okay, gibt's da eine Dark Souls? Nennt man das Parodie dann, wenn man Schloss aus Sand? Ich glaube, oh nee, Schloss, doch Schloss aus Sand. Ist das? Das war Schloss aus Sand, ne? Hieß der Song, glaube ich. Schloss aus irgendwas, oder? Schloss aus irgendwas. Genau das. Ah, ich bin aus dem Rhythmus. Fuck. Ah, ärgerlich. Komm. Ach, aufstehen kannst du auch. Ich will aber auch zu viel gerade, ne? Ey. Nein! Verdammte Axt! Viva la Dirt League ist super. Ja, die sind, das ist alles hervorragend. Davon habe ich auch schon viel gesehen. Ich weiß nicht, Souls Logic habe ich, glaube ich, noch nicht so viel geguckt, aber ich habe mir wahnsinnig gern die PUBG-Sachen angeguckt von denen. Ja, ich werde jetzt da aber, glaube ich, erstmal ein bisschen ohne die Menschlichkeit reingehen. Ich will sie nicht verschwenden. Und auf neue Menschlichkeit farmen, das machen wir nicht. Souls Logic, ja, nachdem ich jetzt, ich glaube, ein paar Sachen habe ich schon gesehen, aber nachdem ich jetzt dann Dark Souls 3 ja durch habe. Ach.
No. Ah, da war er einen Meter weiter weg, als ich dachte. Ah. Ja, richtig tief, ja. Stimmt, auch sehr philosophisch. Ich möchte meine Menschlichkeit nicht verschwenden. Nein. Oh. So. Paternoster-Vibes, ja. Oh, Mann. Autsch. Junge, Junge. Na? Verdammte Axt. Wow, okay. Das war neu. Wow, okay. Ja, 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 ja. Alles klar. Ups. Ups. Ach komm. Ah, aus dem Timing raus. Komm schon. Nicht zweimal hauen, nicht zweimal hauen und dann aus dem Timing rein. Puh, lucky. Mist. Ach, keine Flakons mehr, ne? Nach der ersten, noch nicht mal die erste Phase geschafft. Ja, das kann ich eigentlich knicken jetzt, ne? Das war schlecht. Das war einfach schlecht.
Und dabei ist die erste Phase echt easy. Also alles gut erkennbar, gut auszuweichen. So, ich hoffe, ich habe ihn jetzt nach unten geschickt vorhin. Ja. Echt jetzt? Weh, der gibt mir jetzt von hinten eine mit. Ach. Ah! Oh, okay, da kam jetzt auf einmal ein Dritter. Seltsam. Hätte eins auf die Fresse gekriegt. Ah! Huhu! Nein, Gier. Die Gier nach Schaden. Okay. Was mache ich? Nee, nee, nee. Ah, stopp, 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 stopp. Warte kurz. Nee. Nein, scheiße. Ah. Sollte ich ihn, ich glaube, ich muss ihn mehr von hinten treffen, dass ich die gleichzeitig kill. Habe ich so ganz, ganz dunkel, ganz bisschen habe ich sie im Urin. Aber jetzt schien, also beim ersten Mal, als ich in die zweite Phase gekommen bin, schien es härter zu sein. Jetzt gerade eben hätte ich gesagt, ja, ist auch gut machbar. Und ich habe das Gefühl, ich sollte sie gleichzeitig killen. Weil von hinten mache ich beiden Schaden. Von vorne nicht. Das war eine saubere Phase 1, ja. Ja, ja, ja. Hat sich auch gut angefühlt. Er hat aber nicht so viel teleportiert. Also da war er auch wirklich gnädig gerade. Genau. Oh, wie oft muss man sich diesen Satz denn reinziehen, bis man wirklich genervt davon ist. Ich verstehe immer noch nicht, warum da am Anfang, warum ich immer alle Flüche und alle Giftdinger und so einmal angezeigt bekomme, aber was soll's. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal eine Menschlichkeit schlucken.
Kann ich eigentlich auch jetzt machen, ne? Keine Lust, dass der mir hinterherläuft. Ich könnte mal nochmal durch die Ringe durchschauen, ob ich noch irgendwas hab. Irgendwas ändern kann. Also, das ist der Stärkering, das passt. Verringert Belastung, finde ich eigentlich auch gut. Estus Flakon für regenerierte Trefferpunkte ist auch cool. Verstärkt den Angriff, solange er andauert. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, was das bedeuten soll. Ritter, die in eine schwarze Kugel blicken, werden in tödliche Kämpfe gelockt und verwandeln sich in rasende Bestien. Es ist also kein Wunder, dass der Hohepriester diese Ringe nur jenen gibt, die in fremde Länder ziehen. Verstärkt Angriffe, solange der Angriff anhält. Ah, ist das ein PvP-Ring? Wolltest das zur Glut sagen? Okay. Aber verstärkt den Angriff, solange er andauert. Das macht das, also keine Ahnung, macht für mich jetzt gerade keinen Sinn. Giftresistenz, Dunkelschadenminderung, Trefferpunkte wiederherstellen. Erhöht maximale Trefferpunkte. Ja, komm. Okay, ja, doch ein ganzes Stück mehr Leben da oben. Hoppla. Mist. Mann. Ey, komm. Was muss ich denn gerade für ein dummes Timing haben? Ey, was hab ich denn für ein Timing? Ey. Komm, Alter, gibt's doch nicht. Ah! Fuck. Wow, ich roll in ihn rein und es funktioniert halt einfach nicht, weil. Och Mann, was hab ich denn für ein Timing gerade? Mann! Das war super schlecht. Wow, okay, alles klar. Warum habe ich denn so eine beschissene Runde, wenn ich Menschlichkeit schluck? Ah. Das ist doch ätzend.
Also einfach ohne Menschlichkeit da durchballern, das hat keinen Wert. Das ist verschwendet. Mist. Warum kriege ich denn jetzt sein Timing nicht rein, ey? Ah! Ich bleib an der fucking Laterne hängen! Ah! Gibt's doch nicht, der ist doch nicht so schwer. Verdammte Axt. Und er kriegt auch richtig schön Schaden von mir. Ich mache jetzt halt so lange, bis der liegt. Ich mache jetzt so lange, bis der liegt. Und falls es eine dritte Phase tatsächlich geben sollte, dann vielleicht doch nicht. Nur drei? Nein, ich habe die falsche Taste zuerst gedrückt. Schon wieder zu viel gewollt. Steht er da irgendwo in der Ecke, ey? Nee, ich bin doch ausgewichen. Mist. Scheiße. This spot marks our grave, but you may rest here too.
Bin ich noch da, ja, ne? Alles noch gut. Weil mein Handy sich gerade disconnected hat vom Stream. Also vom OBS, nicht vom Stream. Zehn Stunden später. 10 hours later. SpongeBob-Meme bitte hier einfügen. Fängt schon wieder gut an. Mist, da kam der dritte noch nach. Aua. Mann, bin eigentlich ausgewichen. Weinerei. Bisschen zu viel gesoffen jetzt. Nein, ich habe wieder nicht das Timing. Ey, nein, ach, ich bin schon wieder aus dem Timing raus. Na, warum kommt jetzt ein dritter? Weinerei. Verdammte Axt. Okay. Mist, Mist, Mist. Nicht einen Hit ansetzen können. Dieses Glitzerzeug, was er da versprüht, ist auch ein bisschen ätzend. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas dagegen anziehen könnte. Ob es irgendwas gibt, dass ich ein bisschen weniger Schaden kriege. Also, jetzt erstmal, was mir gerade auffällt, ich benutze das Schild ja sowieso nicht. Den Schild sowieso nicht. Das heißt, ich kann auf jeden Fall ein bisschen schwerere Rüstung anziehen. Diese zum Beispiel. Ist immer noch eine leichte Rolle, das ist gut. Ich weiß gar nicht, wie viel ich umändern kann. Vielleicht hier noch eine Kleinigkeit. Schauen wir mal. Ah, das ist jetzt schon die schwerere Rolle.
Okay, ich denke, so ist gut. Dann habe ich wenigstens ein bisschen mehr Verteidigung gegen das, was er mir entgegenwirft. Allerdings nicht besonders viel. Es wird kaum einen Unterschied machen. Vielleicht überlebe ich dadurch mal einen Hit mehr oder so. Es macht einfach wirklich null Unterschied, was für Rüstungen man in Dark Souls anzieht, ne? Also außer man zieht Havels Rüstung in Dark Souls 1 an. Das macht einen gigantischen Unterschied. Mist. Nein, ich bin schon wieder aus dem Timing draußen. Nein. Ah, verdammt. Hey, ach, wir sehen an. Ey, Kamera! Hör auf mit dem Mist! Och, Mann! Oh, die Dark Souls-Kamera-Anvisiersteuerung ist einfach so Grütze manchmal. Wow. Okay. Nein. Fuck. Ah. Hallo? Gegner anvisieren bitte. Danke. Hilfe. Aufhören zu saufen. Gegner anvisieren und aufhören zu... Ah, oh, ich bin ausgewichen, ne? Hilfe, wo ist er? Mist. Ah, oh, diese Rumteleportiererei und dann kann man ihn nicht anvisieren, obwohl man ihn anschaut und dann switcht die Kamera um 180 Grad, weil sie meint, ich muss dann doch wieder hinter den Charakter springen und... Oh. Ah. Mist. Ah ja, das alte Problem, das alte Anvisieren-Problem. Verdammte Axt! Dämlicher Aufzug! Ah! Das liegt nicht am Aufzug, ja, das ist mir schon klar. Trotzdem ist es ein dämlicher Aufzug. Diese Aufzüge in Dark Souls, ne? Ah. Oh Gott. Natürlich liegt es an dem Aufzug, verdammt. Es liegt daran, dass der Aufzug zwei Möglichkeiten hat, einzusteigen. Und daran ist der Aufzug schuld.
Da vergesse ich auch, ihn wieder runterzuschicken und steige dann einfach wieder ein. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Okay. Nein, das Timing wieder. Okay. Weil ich oh Gott gesagt habe? Okay. Es gibt keinen Gott in Dark Souls. Jetzt kommen wieder drei, ne? Gut. Nee, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hilfe! Oh Gott. Nein! Ach. Nicht lasern. Nicht noch mehr Laser. Nicht, ja! Hilfe! Nein, falsches Timing. Fluch. Ah. Saftsack. Marks our grave, but you may rest here too, if you like. Ja, halt die Schnauze. Ich lieg ja schon am Boden. Oh Mann. Ah ja. Wenn das jemand wenn das jemand hört, ne? Oh Mann. Ich glaube, die klingen halt wirklich auch so. Ich rufe ja wirklich nach Hilfe. Vor allem aus dem Keller. Ich sitze hier wirklich im Keller. Da hinten ist nur so ein... Das Fenster ist so ein Kellerschacht. Bitte fahr nach oben, danke. Oh Mann. Nein, Knopf drücken. Jawohl. Auf den Boy warten. Ah, blödes Timing wieder gehabt hier. Eieieiei. Liebkosende Tränen.
Die könnte ich jetzt auch gerade brauchen. Jemand, der neben mir weint. Nein. Und mich dabei liebkost. Ja, bitte nicht. Ich habe ihn runtergeschickt. Passt. Wenn man da einmal aus dem Timing draußen ist, ne? Also ich für meinen Teil, dann habe ich auch solche Riesenprobleme, da wieder reinzukommen in das Timing von dem. Ich versuch's nochmal mit einer Menschlichkeit. Vielleicht minimal anders hinsetzen. So, ein bisschen gerade sitzen. Vielleicht hilft das ja auch ein wenig. Schauen wir mal. Ist noch nicht die Hardcore-Zock-Position. Mist. Komm mal weg von der Wand da. Na, und dann trifft er halt immer so zwei, dreimal. Das ist so ärgerlich. Hallo, Einrichtung. Oh, komm. Ah, und jetzt muss er dreimal hauen. Ey, ah. Scheiße. Nein, was mache ich? Okay. Ach, dieses Zauberzeug. Oh Mann, ey, dass der so ein Glitzerboy sein muss, ey. Eieiei. Habe ich den Aufzug vorhin wieder runtergeschickt? Ich hoffe es. Ja, okay. Ja, meine Rüstung bringt tatsächlich sehr wenig. Ich mache ihm aber schon echt dick Schaden. Das ist echt in Ordnung.
Was anderes hier zu verwenden, wäre, glaube ich, einfach nur Quatsch. Lol, das ist eine Peitsche. Ja, witzig. Allerhöchstens vielleicht irgendwie noch ein dickes Schild dazu einpacken. Dass ich aus den Zaubern... Oder warte mal. Dieses Schild kann Zauber parieren. Ob das funktioniert bei ihm? Das wäre mal spannend. Das wäre mal spannend. Also nur in der zweiten Phase diese Zauber wegparieren. Ich meine, die Rüstung hat eh nichts gebracht. Nee, Quatsch. Will natürlich die Waffe anziehen, aber hier. Und dann der Rüstungsunterschied, das war... Habe ich nicht bemerkt. So, und jetzt habe ich ja noch die schnelle Rolle, genau. Und kann in der zweiten Phase vielleicht mit dem Schild ein bisschen seine Zauber... Oh. Okay, alles gut. Ja, ich hatte keine Ausdauer mehr. Ah, warum will ich ihn auch zweimal hauen? Ich sollte mich mit einem Hit echt zufrieden geben, dann ist alles easy. Ach komm. Da war ich nicht rechtzeitig ausgewichen. Das war ein falscher Moment, echt. Weiß ich nicht, Digga. Habe ich den Aufzug runtergeschickt oder nicht? Okay. Ich war mir gerade wirklich nicht sicher. Was? Oh, mies, mies, dass das getroffen hat.
Ja. The fuck? Ah. Nee. Das war schon wieder so ein Treffer, der eigentlich nicht ganz rechtens war. Ah, wo ist er? Da. Fuck. Ei. Ich gehe jetzt so lange Seelen farmen, bis ich... Warte, ich habe doch hier so ein A-Stärke-Schwert. Hallo? Lass mich darüber bitte. Warum darf ich nicht in die Lagerkiste? Zur Kiste wechseln da. Ist es das? Ja, genau. Rauch-Ultra-Großschwert. Ich werde jetzt so lange... Ich gehe jetzt Hardcore-Seelen farmen, bis ich ihn one-hitten kann. Mit diesem Ultra-Großschwert. Nicht. Hier wird nichts gefarmt. Wie heißt es so schön bei Dark Souls? Ich glaube, Get Good, oder? War doch das Ding. Ich werde einfach gut und fertig. Ich bin echt gespannt, ob ich seine Zauber parieren kann. Das wäre geil, ey, wenn das funktioniert, ne? Einfach aus der Entfernung ihn bekämpfen. Immer weglaufen und die Zauber von dem Knirps wegparieren. Aber dazu müsste ich erstmal in die zweite Phase kommen. Damit ich das mal testen kann. Ach. Timing. Wow. Nope. Nope. Halt doch's Maul, ey. Ey, warum haut er denn da jetzt dreimal zu, ey? Das war doch voll okay, dass du das zweimal gemacht hast. Ken, grüß dich. Hi. Das war doch voll in Ordnung, lieber Lothric. Lorian, das ist ja der Lorian. Lothric ist der andere. Warum muss er dann dreimal prügeln? Dreimal hart auf die Fresse. So. Weitere Sitzpositionsänderung. Die Hände gehen unter den Tisch.
und ich beug mich ein bisschen auf die Knie drauf. So. Let's go. Okay. Das hat der Controller nicht gemacht. Einmal die Verbindung verloren. Da sind wir wieder. So. Bin voll weit unten jetzt. Aber ich habe jetzt auch die Toilettenposition. Die ultimative Gaming-Position. Wenn man es ernst meint, macht man diese. Ich würde gerne wirklich dieses Schild ausprobieren an seinen Zaubern, aber ich komme einfach gerade nicht in die zweite Phase. Das gibt's nicht. Ziemlich nervig. Komm mal ein bisschen hierher. Nee, scheiße, weil es anvisieren wieder nicht funktioniert hat. Mann, ich hasse es. Dummes. Dummes Anvisieren in Dark Souls. Ich gucke ihn an, er ist in meinem Bildschirmbereich. Ich drück den rechten Stick rein und was macht die Kamera? Hui, 180 Grad Wende. Nee. Gegner anvisieren. Nee, nee. Mm-mm. Nein, 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 heute nicht. Willkommen zurück, Marius. So gut läuft's. Das Erste, was er mitkriegt, ist, wie ich mich über die Kamera aufreg. Ach, es ist einfach, es passiert halt immer wieder. Ich habe den Gegner im Blick, drück da drauf, auf einmal, ich drehe so um, drück da drauf, auf einmal, und ich guck den Gegner an und drück drauf und auf einmal, oh. Ja, und was machst du dann? Nix machst du dann. Und dadurch, dass das halt immer wieder mal passiert, ist es irgendwann... Irgendwann dann doch mal einmal zu viel und dann muss es mal raus, aber danach ist wieder gut. Es geht, ich bin eigentlich echt zufrieden mit dem Bosskampf hier, der ist ganz cool. Ich komme allerdings gerade nicht in die zweite Phase und das ist ein bisschen nervig. Jetzt habe ich gerade Unsinn getrieben. Mist. Na. Jetzt habe ich die Tasten vergessen, die ich drücken will. Autsch. Okay, das war nicht schlecht. Oh! Abgelenkt.
Huch. Also es bringt leider nicht so viel. Also ich kann seinen Hit ablenken. Aber es ist ein bisschen kagger. Ah, fuck, okay, das geht in der zweiten Phase nicht. Autsch. Nein. Na, schade. Aber so gut lief's noch nie. Okay. Ich habe jetzt aber etwas rausgefunden. Wenn ich nah an ihm dran bin, zaubert der kleine Boy nicht. Wenn ich nah an ihm dran bin, zaubert der kleine Boy nicht. Und den großen Zauber von dem kleinen Boy kann ich zwar ablenken, aber nicht zurückschießen. Ich glaube, ihr habt es selber gesehen. Mit eigenen Augen konntet ihr es sehen, wie meine Schildabwehr tatsächlich funktioniert hat. Aber das bringt halt überhaupt nichts, ne? Dann könnte ich eigentlich auch ein Schild nehmen. Gibt es irgendein Schild, das... Irgendeinen Schild, der passive Fähigkeiten irgendwie gibt oder so? Nee, ne? Waffenfertigkeit, Wehklagen, alleines Gewinn ist die Freundin, ist echt in der Fall. Das Feinde anlockt. Ja, Schildschlag, das ist alles. Nee, dann kann ich eigentlich den Schild wegtun und ziehe mir wieder die Rüstung an, auch wenn es nicht so viel gebracht hat. Wusste es nicht mal, dass es so ein Schild gibt. Marius. Vorsicht. Nein! Nein! Scheiße! Der Gewinner ist auf jeden Fall der Aufzug, ja. Ach. In Phase 4, der Sepp, der versucht mich hier zu tricksen, ey. Der ist auch nicht schwer, der Boss. Er ist cool, das ist eine ganz nette Nummer, die da passiert. Ich finde den ganz angenehm. Ich weiß nicht, warum ich so daran hänge. Aber ich bin ja auch bei der Drachenrüstung hing ich ja auch. Bin ich ja auch festgehangen. Obwohl die einfach war. Ich mach's mir zu leicht. Ich bin, keine Ahnung, unkonzentriert, dann nicht so richtig 100% dabei und dann denke ich, ja, alles easy. Du Sacknase. Ach ja, klar musst du mich jetzt zweimal hauen. Und dreimal. Der ging daneben. LOL.
Na. Ah. Hättest du mich jetzt aber schon saufen lassen können. Nice. Fuck. Nee, nee, nee. Nein. Hilfe. Scheiße. Ich komme nicht zum Saufen. Ja gut, also die beiden Prinzen, er hat ja am Anfang schon auch gesagt, ey, lass doch hier alles verrotten. Loslassen. Ich wollte auf Großbild schalten, aber meine Steuerung von OBS hat sich leider vorhin verabschiedet und ich habe es noch nicht fixen können. So lange bin ich ja noch gar nicht an dem Boss dran, ne? Es hält sich eigentlich in Grenzen und ich sehe ja auch ein Ende. Ich finde den auch, er ist ja auch nicht so krass irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist heute. Einfach nicht den besten Tag irgendwie, ne? Aber sowas gibt's halt. Jetzt müssen wir da gemeinsam durch. Nein, ihr müsst nicht mit durch, aber... Moment. Nein! Oh. Oh Mann. Oh. Ihr könnt auch einfach abschalten. Aber ich habe jetzt Bock, den fertig zu machen eigentlich.
Nein, falsches Timing. War schon wieder in der Rolle drin, ne? Eigentlich. Falsches Timing. Na, warum versuche ich denn zu hauen? Und dann haut er dreimal. Und er haut dreimal. Ab welchem Zeitpunkt haut er denn da dreimal zu? Fluch! Ach Mann! Und erneut. Ach, Ken, wie ich es vermisst habe. Diese wunderbare Unterstützung. Ich finde das schon sehr lustig, ist auch gut. Ach, es freut mich, dass ihr Spaß habt. Das ist doch die Hauptsache hier. Ja. Sehr schlecht versuchen zu beschreiben, wie man herausfindet, ob er dreimal hittet. Nee, lassen wir. Passt schon. Dass der Erste mir aber auch jedes Mal eine mitgibt. Okay. Du Sacknase. Und es gefällt mir nicht, dass du da so in der Ecke rumgammelst. Komm mal da raus. Ja, hol da dreimal aus, hitte da dreimal. Davon gehe ich aus. Na bitte. Na. Ah.
Nein, hör doch auf! Lass mich doch einmal jetzt voll saufen hier, verdammte Axt! Oh oh, ich kann nicht ausweichen. Oh oh. Okay, passt. Easy. Oh nee, ich bin zu weit weggegangen. Shit. Fuck. Hilfe? Scheiße. Ach Mann! So ein Mist! Ja. Bester Try, ja, danke, danke. Aber es hilft auch nichts. Ich will ihn ja platt machen. Ganz wegschnetzeln. Den Bazi. Habe ich oder habe ich nicht den Aufzug nach unten geschickt? Okay. Alles gut. Immer mal wieder zwischendurch mit Menschlichkeit probieren. Vielleicht ist das irgendwann mal der Run, wo es dann klappt. Ich habe noch ein bisschen Bammel davor, was passiert, wenn ich nur den Großen kill, weil ich den Kleinen nicht treffe ordentlich, wenn er da hinten auf seinem Rücken drauf sitzt. Ob ich die irgendwie gleichzeitig killen muss oder so. Du Arschgeige. Ja. Ups. Oh! Hoppla. Okay. Dämliche Magie-Schande! Wuhu! Nee. Mist.
Na, fuck. Nee. Ja. Na bitte. Geht doch. Es ist so einfach. Eigentlich. Okay. Nice. Ah, okay, bevor hier jetzt irgendwas Dummes passiert und das nicht der Endboss war. Und meine Seelen dann aus irgendwelchen Gründen wieder weg sind, so wie bei der Tänzerin, die dann plötzlich auftaucht. Knall ich die einfach hier in die Stärke rein, passt schon. Ah, so, okay. Was? Well, hasn't it been some time? Ja. I'm Leonard, the Ringfinger. Remember me? I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red-eye orb, one that is uncracked, then kill the Dark Wraith, survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. Was? I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? Okay. Danke, denke ich. Hä? Ah, von da unten. So, nu? The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen One, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lords' embers acknowledge thee as their true heir, a true lord. Fit to link the fire. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Aus irgendeinem Grund möchte ich jetzt. Oh, warte mal, was gibst du mir für eine Waffe? Möchte ich jetzt tatsächlich das dunkle Siegel entfernen? Well met, five lords,
Fünf Fürsten für fünf Throne. Glory be, my Lord slaying champion. Vernichter der Fürsten. It is all thy doing. Ja. The stage is set for me to play my part as Lord too. Go, speak with the Firekeeper. Ich wollte einmal gucken, was du für mich hast, Lorians Großschwert. Ja, okay. Das heißt, ich entferne jetzt diese dunklen Siegel. Aus irgendeinem Grund möchte ich das tun, bevor ich hier das Spiel abschließe. Ich weiß nicht warum. Müsste reichen, oder? Oh, ganz knapp nicht. Ja, was meine ich mit... Nein. Was meine ich mit das Spiel abschließen? Gegen Dark Souls 3 gewonnen haben, quasi, ne? Also Dark Souls 3 ohne Hilfe geschafft zu haben, das will ich. Oh, ich sehe wieder menschlich aus. Ah. Okay. So. Und jetzt? Kommt hier nochmal ein Boss oder so? Nee. Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let him grant death. Was? Nee, will ich gar nicht. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Wait, what? Moment, was? Hör, oh, okay, ich habe nicht gelesen, was da stand. Ofen der ersten Flamme. Ach so. Warum ist alles kaputt? Wie das hier aussieht. Abgefahrene Nummer. What the fuck? Okay, wir sind in Inception.
Flamme schwindet und die Welt zerfällt. Ja, okay, verstehe. Nee. Wer ist er denn? Warum bin ich so langsam? What the? Heiliger, ganz schön wild unterwegs, der Kollege. Nee, stopp. Hör auf, mich zu beschießen mit deinem Dreck. Das hat doch der gerade eben schon die ganze Zeit gemacht. Das musst du doch nicht auch noch machen jetzt. Ey, ja, ist ja gut. Aua. Fuck. Ah. Okay, das ist der Endboss, verstehe. Ärgerlich. Schon wieder ein Feuerschwert, stimmt. Boah, das wird eine lange YouTube-Folge, Leute. Weil das ist ja jetzt der Endboss. Jetzt kann ich ja nicht, ich kann ja jetzt nicht aufhören. Yep, ist okay. Boah, das ist auch so. Und der kommt so ganz spät und dann von der falschen Seite. Also von der anderen. Wo man ihn nicht erwartet. Ja, genau. Jetzt habe ich ihn gesehen. Ey! Nein, nicht dein Gebrutzel, bitte nicht! Ich hasse Gebrutzel! Ich mag kein Gebrutzel! Scheiß Magieblödsinn da! Kämpf mit mir wie ein Mann! Und nicht wie ein Mädchen!
Nee, was ist das hier? Warum giftet er jetzt auch noch? Was ist das denn jetzt für ein Unfug? Ey, das ist schon mies, wie der jetzt quasi so... Ach komm, Alter! Die ganzen Waffen durch... ...macht, die man auch als Spieler quasi verwenden kann, ne? Ist natürlich ein Vorteil, wenn man schon die ein oder andere mal probiert hat. Ey! Hör auf mit deinem Blödsinn! Scheiße, keine Flakons mehr. Wie viele Fähigkeiten hast du? Ja. Ach, come on. Ja gut, nee, eigentlich, also hier kann ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen, also die brauche ich auch. Die Menschlichkeit an dieser Stelle. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt langsamer, nachdem ich meine dunklen Siegel geheilt habe. Blöderweise. Jetzt kommt hier nochmal ein Boss. Ich dachte, das wär's, aber das hier ist der Endboss. Ups. Aus dem Timing draußen. Ach ja, die Zaubernummer jetzt wieder. Ach, nicht cool. Hör auf, bitte! Lass doch den Blödsinn, Mann! Ich finde die nicht cool, deine Zauber. So ganz und gar nicht. Oh, ein Kamehameha! LOL! Uncool, uncool, Speer und Zauber. Aua. 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 Stoppen Sie bitte. Aua. Aua. Aua, nein, das wird schmerzhaft. Ach. Nicht heilen jetzt. Shit.
No! No! Zu! Ah. Ja, 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 ja. Nee, warum nicht? Was passiert hier? The fuck? Hallo? Nee. Wow. Gibt noch mehr Content von dem Mast. Ah. YouTube. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin bis zum Endboss gekommen. Das war jetzt eine sehr lange Aufnahme. Das geht jetzt hier fast 2 Stunden. Ich dachte, das Spiel wäre vorbei und habe einfach weitergemacht. Sonst hätte ich ja einen Cut gemacht. Aber in dem Fall gibt's noch eine Folge Endboss beim nächsten Mal. Also bis dann. Tschüss.